Es gibt ein Update-Video zu meinem zukünftigen Liguster-Bonsai, aber fairnesshalber sei auch an dieser Stelle mal erwähnt, ich bin da jetzt ein bisschen spät mit dran. Ich werde ihn gleich hier aus der Schale hinausnehmen und mal die Wurzeln überprüfen, ob die überhaupt noch so an dem Stein dran wachsen, wie ich das gerne haben möchte. Ja, und außerdem soll das hier alles richtig stark nachher zurückgeschnitten werden. Im Prinzip werde ich da wahrscheinlich ja so eine Art Rückwärtsgang einlegen. Und dann wollen wir dich jetzt mal hier hinausnehmen. Die Spanndrähte oder vielmehr meinen Blumendraht hatte ich damals verwendet. Den hatte ich schon vorhin entfernt und uiuiui. Ich glaube, das wird hier eine Weile dauern, bis ich den rauskriege. Also, ich denke, das wird allerhöchste Eisenbahn. Der hat jetzt auch ein ordentliches Gewicht. So, jetzt haben wir den guten ja hier schon mal hinausgenommen. Ich habe den jetzt auch ein paar Tage nicht ausgiebig gewässert, damit ich gleich das Substrat hier ein bisschen besser oder einfacher abbekommen kann. Das ist jetzt eine Wurzelkralle und damit mache ich jetzt mal vorsichtig überall das Substrat ab. Den hatte ich letztes Jahr auch schon hinausgenommen. Nee, letztes Jahr ist der da reingekommen. Das Projekt hatte ich gestartet, muss man eben selber überlegen, 2020. Da werden jetzt auch sehr viele Wurzeln bei Flöten gehen, aber ich persönlich finde, der Liguster ist ein super Bonsai für Anfänger. Da kannst du so viel dran rumschneiden, falsch machen, der verzeiht wirklich sehr, sehr viel. Und ja, dann gehe ich jetzt mal hier ein bisschen auf Zeitraffer, weil das wird hier eine Weile dauern, bis ich das Substrat alles hier entfernt habe. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich den Eimer aus seinem Gefäß jetzt hinausgenommen habe, weil das Gefäß war ja auch komplett durchgewurzelt. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, die Wurzeln entwickeln sich so, wie ich das gerne hätte. Ja, und jetzt nehme ich hier überall noch ein Stückchen der Wurzeln weg, damit er in dem Gefäß auch wieder ja, mehr Platz hat für seine neuen Wurzeln, die er im Laufe der Zeit hoffentlich bilden wird. Ich habe mir die Wurzeln auch schon wieder so einigermaßen zurechtgelegt, wie ich es gerne haben möchte. Ne, die hier, die wird jetzt auch ein bisschen eingekürzt, ja, oder was heißt ein bisschen, ne? Ordentlich eingekürzt werden. Und dann kommt er auch gleich wieder schnell in seinen Topf hinein. Wenn das jetzt bei euch total warm sein sollte, wenn ihr halt einen Bonsai umtopft, dann vorsichtshalber immer mal die Wurzeln ab und zu auch mal ein bisschen mit Wasser besprühen, damit die euch nicht im schlimmsten Fall nachher austrocknen. Hier an der Stelle muss ich mir gleich noch die Wurzeln so ein bisschen, sag ich mal, justieren. Kann auch gut möglich sein, dass ich das hier gleich noch ein bisschen nacharbeiten werde, weil hier auch so ein richtig dickes Knäuel, dickes Knäuel an Wurzeln ist. Und der Liguster, der steht im Übrigen auf zwei Steinen sozusagen. Das ist hier der Hauptstein. Und dann haben wir hier noch, kann ich mal eben drunter wegnehmen, einen etwas kleineren. Ich hatte mir hier so ein paar Wurzeln dann so dazwischen entlang gelegt. Mal eben wieder justieren. Das soll auch weiterhin dann so bleiben. Und das wird aber noch etliche Jahre, ja, was heißt etliche Jahre, ne, dauern, bis der dann so weit ist, wie ich es halt gerne hätte. So, mal eben schauen, ein bisschen Lucky. Da können wir auch noch ein bisschen was wegnehmen. Aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen mit der Wurzelkralle nacharbeiten. Und da wird aber auch gleich ein Rückwärtsgang sozusagen eingelegt werden, weil ich werde die Wurzeln wieder bis hier oben hin mit Substrat bedecken. Ich habe den jetzt ehrlich gesagt schon zu früh freigelegt gehabt. Das hatte ich letztes Jahr gemacht. Dann war ich immer im Konflikt mit dieser Wurzel hier. Ich bin jetzt schon wirklich Jahre am Überlegen, ob ich die hier wegnehmen möchte oder halt nicht. Jetzt finde ich die wieder super cool. Aber das kann man ja immer alles noch entscheiden im Laufe der Jahre. Das muss ich halt nicht jetzt entscheiden. Wenn man sich unsicher sein sollte, dann einfach auch mal dran lassen. Und ja, noch mehr wird da jetzt gleich nicht dran geschnitten werden. Oh, das lassen wir hier. Uiuiui. Ja, wie ihr sehen könnt, ist ein Feinwurzler der Bonsai. Der Liguster. So. Ein bisschen auseinanderfriemen. Aber ich denke, zum Herbst hin kann ich den nochmal da hinausnehmen. Und dann ist es vielleicht auch wieder an der Zeit, hier mal ein paar Wurzeln abzuschneiden. Weil ich will ja auf Dauer gesehen hier nur an dem Stein selber so richtig schöne dicke Wurzeln haben. Nicht hier diese kleinen faserigen Wurzeln. Die sollen dann nachher hier im unteren Bereich natürlich nur noch vorhanden sein. Aber das dauert halt eine Zeit, bis man ja, den dann halt so weit hat. Den machen wir vielleicht nachher nach dahin. Ja, nehmen wir hier noch ein bisschen was weg. Mann, bin ich froh. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich das jetzt hier mal überprüft habe. Aber vom Zeitpunkt her ist es jetzt wirklich ein bisschen spät.
Wir haben heute, ich weiß gar nicht, was wir heute haben. Ich glaube, am 17. April haben wir. Das Video kommt jetzt wahrscheinlich ein paar Tage später raus. Oder was heißt ein paar Tage später? Vielleicht auch eine Woche. Aber ja, dann räume ich jetzt hier mal den Arbeitstisch auf und dann kommt er wieder in sein Substrat. Als Substrat erhält mein Liguster eine Mischung aus Kokoserde und Blähton. In etwa zwei Teile Kokoserde und ein Teil Blähton. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Das ist dann halt so ein richtig schön fluffiges Substrat. Und hier im Boden befindet sich jetzt aber noch altes Substrat. Okay, jetzt nehmen wir dich hier echt mal vom Stein hinunter, sonst kriege ich den da gleich nicht hinein. Der erste Stein. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Substrat hier unten drin. Ich kann mal eben was hinausnehmen. So. Okidoki. Mal eben hier anhalten, den kleinen. Schade, dass es diese Airpruning-Schalen nicht noch in, ja, noch größer gibt. Setzen wir dich mal wieder auf. Okay, mal eben justieren. Ja, das dauert hier einen Moment, bis ich damit fertig bin. Ich glaube, so kriege ich ihn jetzt ein bisschen besser eingetopft, als gerade schon den Stein hier in der Schale zu platzieren. So, okidoki. Jetzt müssen wir den Stein hier noch einarbeiten. Ich glaube, ich werde den ein bisschen anders da drin platzieren. Die Wurzeln lassen wir jetzt mal so dazwischen. Na, Kollege, du musst aber so bleiben. Danke. Ist halt manchmal ein bisschen friemelig. Okay. Ja, wie gesagt, das dauert hier einen Moment, bis ich das dann wieder so habe, wie ich es haben wollte, möchte. Die Wurzeln habe ich mir jetzt weitestgehend sortiert und jetzt wird das Ganze wieder nach und nach mit Substrat aufgefüllt werden. Hier muss ich mir jetzt gleich noch was überlegen. Ich glaube, ich werde da einfach diesen Stein hier so dazwischen machen, damit die ein bisschen auseinandergehen, die Wurzeln. Weil ich will die jetzt nicht so nah beieinander haben, diese schönen dicken Wurzeln. Ja, muss ich mal gleich gucken. Und wenn ich es dann halt nach und nach auffülle, wird das Substrat auch nochmal mit meiner Wurzelkralle so, ja, eingearbeitet werden, damit da keine Hohlräume nachher dran sind. Dieser obere Bereich muss ja jetzt auch noch mit Substrat abgedeckt werden und ich habe mir jetzt einfach mal einen Rand aus diesem Plastikgitter gebastelt. Ursprünglich war das Plastikgitter als Laubschutz für Regenrinnen gedacht. Ich hatte mir das dann vorhin einmal so grob zurechtgeschnitten und ihr könnt es ja schon sehen, ich arbeite das jetzt hier oben an dem Topf einfach mal ein. Das wird auch gleich doppelt eingearbeitet werden. Ich habe hier noch ein zweites Plastikgitterstückchen liegen. Was wollte ich jetzt erzählen? Ja, und dann kann ich das Substrat entspannt bis hier oben hin auffüllen, ohne dass mir das dann permanent aus dem Topf so hinausgeschwemmt werden würde, wenn ich den Bonsai oder den Liguster vielmehr mal wässere. Ich hätte das jetzt auch theoretisch gesehen hier einfach anhäufeln können, aber dann habe ich halt wieder das Problem, dass das Substrat hinausgeschwemmt werden wird und das möchte ich nicht und so kann man das ja easy, ja, vermeiden. Dann komme ich jetzt mal zum Schneiden meines Ligusters. Der wird auf jeden Fall richtig stark zurückgeschnitten werden, weil so kann er jetzt auf keinen Fall bleiben hier mit diesen super langen Trieben, die er im Laufe der Zeit gebildet hat. Und das letzte Mal hatte ich auch an ihm gearbeitet im Juli 2021. Ich hatte letztes Jahr nur so ein bisschen an ihm geschnitten, weil ich hatte einfach keine Zeit. Und wie gesagt, der wird jetzt echt stark zurückgeschnitten werden, aber ein Liguster, der kann das eigentlich gut ab. Erstmal hier so, ja, das Grobe überall mal einkürzen. Und dann überlege ich gleich auch mal weiter, ja, wie ich weiter an ihm arbeiten möchte. Auch hier an diesem Zweig, den kürze ich jetzt auch mal schon mal direkt ein. Ich achte aber darauf, dass da jetzt auch noch ein bisschen was am Grün dran bleibt. Dass hier so Minimum ein Blattpaar stehen bleibt. Weil der soll ja dann auch im Laufe der Zeit mehr Verästelungen mal ausbilden. Gibt hier nachher natürlich auch Stellen, da sind dann keine Blätter mehr dran vorhanden. Dann ist das halt so. Aber nach Möglichkeit lasse ich da immer noch ein bisschen was dann halt an Grün dranne. Und dann werde ich das jetzt mal für euch schon mal etwas beschleunigen. Kann auch gut möglich sein, dass der gleich noch etwas gedrahtet werden wird. Weiß ich allerdings an dieser Stelle noch nicht. Und in der Zukunft soll er, ja, wie soll er eigentlich werden? So ein bisschen wie so eine Wolke. So kann man es vielleicht erklären. Und ja.
Den groben Rückschnitt meines Ligusters habe ich jetzt soweit fertig, aber was mir jetzt überhaupt nicht gefällt, ist dieser ganze Teil hier. Und von daher nehme ich das jetzt hier komplett mal weg. Ich versuche das jetzt mal so hübsch abzuschneiden, wie ich es irgendwie hinbekomme mit meiner Konkavzange. Doch, gefällt mir jetzt schon besser. Und dann kann das hier einer der neuen Leittriebe werden. Oder was heißt einer der neuen Leittriebe? Das soll hier der neue Leittrieb werden. Den hier werde ich gleich ein bisschen noch nach unten hinweg spannen und den hier auch noch etwas nach unten hinweg. Aber jetzt muss ich erstmal das hier hübsch hinbekommen. So sieht es aber irgendwie schöner aus. Ich weiß auch nicht. Da kommt jetzt auch gleich Wundpaste hinzu. Ich verwende immer eine Wundpaste, die ist wie so eine Art Knete. Und von daher sollte man immer die Finger nass machen, wenn man die einatmet, wollte ich schon sagen, wenn man die einarbeitet. Weil ansonsten, wenn ihr keine nassen Finger bei der Wundpaste haben solltet, dann klebt die mehr an euren Fingern als an eurem Bonsai. Ja, so mache ich doch schon mal einen ganz guten Eindruck. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch froh, dass ich das abgeschnitten habe. So, wo haben wir jetzt meine Wundpaste für die Laubbäume? So sieht die halt aus, wie eine Knete. Ah, mal eben Finger nass machen. So, komm her. Okay. Und die mache ich jetzt hier so richtig überlappend drüber. Und ich achte auch darauf, ne, also hier, achte auch darauf, dass die Ränder hier richtig schön bedeckt sind und dass da auch keine, ja, Blasen sind, ne, oder dass ich jetzt aus Versehen irgendwas vergesse, mit der Wundpaste abzudecken. Ja, kann man da ruhig ordentlich was drauf machen, ein bisschen andrücken und dann fällt die im Laufe der Zeit auch mal von alleine dann ab. Mehr Finger nass machen. So, kann da jetzt auch nichts passieren an der Stelle. Ja, so ganz große Schnitte würde ich vorzugsweise immer abdecken. Da gehen die Meinungen aber auch total auseinander. Letzten Endes ist es immer besser, wenn man seine eigenen Erfahrungen macht. Und ich habe halt mit dieser Wundpaste bisher gute Erfahrungen gemacht. Das kann ich aber auch noch ein bisschen hübscher. Hier war auch irgendwo eine Stelle. Ach ja, hier. Ich weiß nicht, ob ihr das nachher sehen könnt. Da hatte ich auch mit Wundpaste mal gearbeitet. Und dann ist die halt im Laufe der Zeit verschwunden. Hier kann man es vielleicht ganz gut erkennen nachher. So, die kann aber jetzt schon wieder weg. Ja, und jetzt mache ich mir mal wieder Gedanken, wie ich hier weiter vorangehen möchte, weiterarbeiten möchte. Der hier könnte auch noch ein bisschen mehr nach unten hingespannt werden, meiner Meinung nach. Und ich denke, den Rest lasse ich dann einfach mal in Ruhe und dann halt abwarten und Tee trinken. Wobei ihn hier könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen nach unten hinspannen. Oder ich lasse den, nee, ich lasse den hier in Ruhe. Ich werde jetzt nur diesen dicken hier nach unten hin wegspannen. Ich darf es ja gar nicht sagen, was ich da am liebsten immer für verwende, wenn ich den jetzt mal finden würde. Blumendraht. Der Nachteil halt bei dem Blumendraht ist, der kann ganz schön schnell dann in die Rinde einwachsen. Gerade beim Liguster, der hat halt eine, ja, ich nenne das jetzt einfach mal eine weiche Rinde. Und da muss man das halt dann immer kontrollieren, ob das eingewachsen ist. Ansonsten entstehen da so unschöne Abdrücke. Man könnte da jetzt auch was drunter legen, habe ich jetzt allerdings hier nicht in meiner Werkstatt zur Verfügung. Zum Beispiel so ein kleines Gummi. Dann können da keine Druckstellen entstehen. Und das ist jetzt der Vorteil der Air-Pruning-Schale. Kann man da einfach dran befestigen. Hab mir mal ein bisschen viel hier abgeschnitten. Naja, ein bisschen Reserve. Noch mehr werde ich jetzt nicht an meinem zukünftigen Ligusta-Bonsai arbeiten und es bleibt halt abzuwarten, wie der sich mal im Laufe der Zeit entwickeln wird. Ja, und der Kleine, der kommt jetzt auch wieder direkt nach draußen. Der Ligusta hat bei mir einen halbschattigen Standort. Gewässert wird er immer mit Regenwasser, es sei denn, meine Regentonnen sind leer, dann erhält er halt auch mal Kranberger. Ja, und zum Thema Schädlinge, toi toi toi, bisher konnte ich an dem Ligusta noch keine Schädlinge entdecken. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye!